Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Aktionär-TV-Interview. Und Sie sehen es schon, mein heutiger Gast ist Florian Söllner. Schön, dass du da bist. Hallo. Wir starten mit einem, ja, mit dem Trend dieses Jahres in die Sendung mit dem Bitcoin. Jetzt haben wir uns ja schon bis fast 6.000 Dollar genähert. Also der Bitcoin hat sich 6.000 Dollar genähert. Wie könnte es jetzt auf diesem Niveau weitergehen? Rechnest du mit weiteren Zugewinnen oder ja, wie schätzt du die Situation ein? Also ich persönlich muss dazu sagen, ich habe auch ein paar, rechne schon damit, dass es langfristig weiter steigen kann, dass es nicht nur die große Blase ist, wie viele sagen. Gibt ja einige Experten, die in Gesprächen mit uns ganz klar sagen, Kursziel Null hat keinen inneren Wert. Das sehe ich ganz klar nicht. Ich denke, das ist Bedarf hier für so eine digitale Weltwährung, vielleicht als Ersatz für den Euro und Dollar, wenn es hier mal Probleme gibt, hier reinzuspringen. Also die Frage ist, ist es kurzfristig gehypt? Das wohl ja. Gerade im Gang hat mich jemand schon wieder angesprochen, ein Kollege, er will jetzt auch mal ein paar Bitcoin haben, ob ich ihm per Handy ein paar rüberschicken kann. Ich war in Frankfurt 2 Tage, auch da natürlich alle sprechen drüber, hauptsächlich über die Blockchain, aber auch den Bitcoin. Kurzfristig gehypt, ja, langfristig denke ich, kann Bitcoin seinen Weg gehen. Frage ist, wie weit? Jetzt hat Goldman Sachs sich ganz neu geäußert, hat gesagt, sie glauben nicht, dass es zum digitalen Gold werden kann, dass es Gold ersetzt. Man muss dazu sagen, Market Cap Bitcoin rund 80 Milliarden Dollar, Gold nochmal 100 Mal so hoch. Und Goldman Sachs, das sagt, das wird es auch nicht so schnell aufholen, weil es ist einfach zu volatil. Die Leute werden Gold nicht ersetzen durch Bitcoin. Gibt aber auch andere Experten. Oliver Flasskämmer von Bitcoin.de, der Handelsplattform, habe ich jetzt nochmal gesprochen. Der sagt, er sieht es durchaus im Bereich des Möglichen, dass Bitcoin eine Art digitales Gold wird und dann eben der Kurs auf 500.000 Dollar steigen könnte. Also sprich, so zur Mini-Beimischung mal zum Testen würde ich es weiterhin schon empfehlen, aber man sieht es hier kurzfristig Hype. Impulse könnte es geben, 25. Oktober gibt es die nächste Abspaltung, gab es schon Bitcoin Cash, jetzt kommt Bitcoin Gold, da haben wir es wieder. Hat mit Gold erstmal wenig zu tun, ist aber mal ein Name, den man sich gut merken kann. Und das könnte nochmal Impulse liefern. Das letzte Mal hat es gut geklappt. Man hat einfach dazu die Abspaltung bekommen. Bitcoin selbst ist weiter gestiegen. Man hat dann noch die Abspaltung im Fork gehabt sozusagen. Insofern könnte es hier nochmal Impulse geben. Aber ganz klar, High Risk, das ist nichts für schwache Nerven, so ein Bitcoin. Ja, und ich glaube auch der Bitcoin-Group-Chef hat die Goldman Sachs quasi widersprochen und ist natürlich auch genau der Ansicht, dass es ein Goldersatz genau in gewisser Weise werden könnte. Genau, der Platz. Also wenn man auf den Chart guckt, müsste man sogar sagen, hey, da sind wir jetzt aus dem 3-Gras, neue Impulse, sieht sehr gesund aus. Wenn man auf die Bewertung guckt, sieht es leider gar nicht mehr gesund aus bei der Bitcoin-Group. Wir hatten ja die Aktie im Aktien-Hotstock-Report 2016 empfohlen, seitdem 1400% gestiegen in der Spitze. Aber seitdem hat sich eben viel getan. Market Cap jetzt über 300 Millionen, Umsätze dürften deutlich unter 10 Millionen liegen. Also auch Oliver Flasskämper ist zwar überzeugt und macht ein gutes Geschäft. Die bringen jetzt auch Ethereum auf die Handelsplattform Bitcoin.de. Er hat uns gesagt, schon 14.000 User in der Beta-Phase. Also er macht mit Sicherheit derzeit ein gutes Geschäft, aber in diese Bewertung reinzuwachsen ist schon sehr, sehr schwierig. Und selbst Oliver Flasskämper hat nochmal gesagt, jetzt wird ein bisschen nachdenklich, man ist eben auch mit der Aktie auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass sich Bitcoin weiterhin gut entwickelt, also die Währung. Und das kann keiner vorhersagen, die Währung ist schon oft mal 90% wieder gefallen, da kann es auch mal ganz große Crashes geben, das wird dann auch hier sich deutlich negativ auswirken. Unser Rat war hier, Gewinne mitnehmen, verkaufen, vielleicht mal eine Mini-Position drin liegen lassen, so als Fanpapier, aber als fundamentaler Sicht muss man die Aktie jetzt verkaufen. Und wir haben eben eine deutlich konservativere Aktie aufgenommen ins Depot 2030. Kann man, glaube ich, gleich mal weiterschauen. Genau. Und das ist IBM. Genau. IBM ist ja grundsätzlich wirklich langweilig die letzten Jahrzehnte geworden, Big Blue. Und wenn man alleine, wenn man auf die Quartalsentwicklung guckt, fast kein Wachstum mehr gewesen. Und man hat die letzten 5 Quartale, letzten 10 Quartale waren es sogar, ganz genau das getroffen, was Analysten getippt hatten. So 1%, 1,2% Abweichung gab es da beim Umsatz mal. Aber jetzt plötzlich, das Timing war gut bei uns, wir sind hier rein, Depotaufnahme, und jetzt springt die Aktie vorgestern rund 10% ins Plus. Das hat mehrere Gründe. Einerseits das Cloud-Geschäft zieht an. Die Zahlen waren deswegen sehr gut. Man hat plötzlich nicht mehr getroffen die Erwartungen. Man ist 2,7% beim Umsatz drüber gewesen und hat noch einen sehr positiven Ausblick gegeben. Und Hauptpunkt, wieso wir IBM gekauft haben, ist, dass IBM die Blockchain-Firma Nummer 1 ist. Die, unter Expertenumfragen wird immer wieder IBM genannt, mit dem größten Know-how, wenn es darum geht, eben die Blockchain, die Technologie
hinter dem Bitcoin einzuführen, auch bei Großkonzernen. Und jetzt ganz frisch, auch die Tage, kam die Meldung, dass man eben IBM Blockchain startet, auch für Großbanken, gerade auch in den Merchant Markets, die Banken, die hier ganz neue Strukturen investieren wollen, um die Blockchain einzuführen, einfach um Geld von A nach B und über Ländergrenzen hinweg direkter eben transferieren zu können, ohne einen Dritten, sondern eben direkt über dieses dezentrale System Blockchain, was schneller geht, Kosten spart etc. Also man ist hier jetzt dabei in diesen Zukunftsmärkten, macht noch einen geringen Umsatzanteil aus, aber man nimmt Schwung auf und die Aktie auch. Ein sehr klares Kaufsignal nach dieser Tristesse im Chart. Mhm. Nach der Depotaufnahme sind wir hier schön im Plus und wir gehen davon aus, dass wir auch das hier bald knacken. Ist weiterhin ein Kauf und mehr Details zur IBM natürlich in meinem Börsenbrief nachzulesen. Wir schauen als nächstes auf Nvidia und auch da sehen wir jetzt gleich steigende Kurse. Wir sind, glaube ich, in dieser Woche sogar auf ein Allzeithoch wieder geklettert. Genau, auch Nvidia hatten wir mal vor 2 Jahren empfohlen, sind einfach mal raus, weil es einfach zu teuer geworden ist schon. Aber wir sind wieder rein aus Trading-Gesichtspunkten und nach dem Depot 2030 wieder reingesprungen nach diesem sehr schönen Signal. Einfach ein sehr schöner Ausbruch, den Test gemacht und nach oben weiter, wie aus dem Bilderbuch, aus dem Chat-Bilderbuch. Und dieser Aufwärtstrend ist erstmal intakt. Klar, Nvidia ist bekannt, die Story. Man ist eben mit seinen GPUs marktführend bei Superprozessoren im Bereich Roboterautos, eben künstliche Intelligenz. Und jetzt gibt es auch wieder einen neuen kleinen Impuls. Nvidia liefert ja auch Karten, mit denen solche Kryptowährungen gemeint werden können. Da gibt es ja mittlerweile Tausende davon. Bitcoin selbst, die Hauptwährung, ist mittlerweile mit anderen Chips schneller und besser, effizienter herzustellen gewesen. Aber jetzt dieses Bitcoin Gold, was kommt wiederum, dürfte wieder mit GPUs eben am besten zu meinen sein. Also hier kommen dann AMD und dann wieder ins Spiel. Also hier gibt es auch wieder ein bisschen Krypto-Fantasie. Also für Trader interessant. Anleger sollten im Hinterkopf behalten. Mit KGV 42 für nächstes Jahr. Einfach sehr teuer. Für Anleger, die ein bisschen längerfristig denken, haben wir eine bessere KI-Aktie im Depot, die wahrscheinlich gleich kommt. Ja, die kommt jetzt. Zufall. Intel haben wir als nächstes, genau. Da konzentriert man sich jetzt drauf. Da hat man was angekündigt in der Woche im Bereich KI. Genau, auch hier hat man jetzt angekündigt, dass schon dieses Jahr in den Verkauf geht, ein Chip für Berechnungen bei künstlicher Intelligenz, der eben 10-mal so schnell ist als bisherige Systeme, bis 2020 so weiterentwickelt wird, dieses System, dass man schon 100-mal schneller rechnen kann. Also das ist eine Ansage. Das gefällt der Börse. Nochmal neuen Schwung aufgenommen. Diese Aktie haben wir frisch ins Depot 2030 auch gekauft, jetzt hier diesen schönen Ausbruch gemacht. Und das Spannende bei Intel ist einfach auch die Bewertung KGV 12 im Vergleich zu KGV 42 bei Nvidia. Klar, Intel war langweilig, es ging auch nach unten mit dem Chart, dem Geschäft, aber man hat sich gewandelt. Wir haben mit Audi gesprochen und so weiter, mit den ganzen Firmen, die jetzt auf Roboterautos setzen, immer mehr Chips reinpacken, damit die Autos sich selbstständig mit Kameras durch den Verkehr tasten. Und die setzen alle auf Intel und die Tochter Mobileye von Intel. Und jetzt auch der KI-Chip, der vielfach angewendet werden kann, wahrscheinlich nicht nur im Cloud-Geschäft, vielleicht auch dann im Roboterauto der Zukunft. Mit BMW eine sehr enge Kooperation. Also wir gehen davon aus, dass Intel auch in diesen starken Wachstumsbereichen autonomes Fahren, KI, wirklich jetzt Fuß fasst und mit Schwung kommt und Nvidia vielleicht einholt und vielleicht überholt. Insofern auch nach diesem Chartsignal ein klares Kauf, eine klare Kaufempfehlung, gerade für Langfristinvestoren. Wir schauen noch auf First Sensor als nächsten Wert. Auch da baut sich jetzt der Jahreschart auf. Und wir sehen, zuletzt ging es auch hier ordentlich bergauf. Was war los? Ja, das ist die große Frage. Auch das ist eine Aktie, muss ich dazu sagen, im Depot 2030 aufgenommen. Was mir hier extrem gefällt, ist einfach das, First Sensor macht nicht nur normale Sensoren, auch für Medizintechnik, sondern verstärkt immer mehr einfach auch LIDAR-Sensoren für Laserscanner im Roboterauto. Beispiel, das beste Auto, was selbstständig fährt im Markt, ist übrigens kein Tesla, der Level 2 hat, sondern bei der von der Hardware, sondern der neue Audi A8 und der setzt jetzt eben auf LIDAR. Alle großen Hersteller setzen auf diese Laserscanner, da haben wir mit mehreren Experten gesprochen, die gehen davon aus, dass sich das durchsetzt. Und jetzt kam ganz frisch die Meldung, dass jetzt auch Daimler von Velodyne künftig solche LIDAR-Scanner in seine Autos verbaut und Velodyne wiederum wird beliefert mit Fotodioden von First Sensor. Ich habe mit dem Chef gesprochen, ausführlich von First Sensor, darauf hingewiesen, in dem Bereich gerade der Fotodioden und LIDAR-Systeme kann First Sensor technologisch führende Systeme anbieten weltweit. Also man ist hier sehr gut positioniert.
Und das ist ein bisschen untergegangen. First Sensor hat jetzt ein KGH für nächstes Jahr 25 bis 27. Das ist für so eine Aktie in so einem Zukunftsmarkt, der sich ja vervielfachen wird, wirklich sehr günstig. Und da werden sie immer mehr darauf aufmerksam. Es gab Gerüchte, Übernahme. Ich habe nachgefragt bei First Sensor. Ist hier was absehbar? Hier kam das Dementi. Hier gibt es keine Informationen, was das stützen würde. Weiß man nie, die dürften es wahrscheinlich auch nicht so verraten, aber ich gehe davon aus, dass tatsächlich gestiegen ist aufgrund dieser Top-Meldungen, dass immer mehr Markt genommen wird. Es gab einen Übernahme im Bereich LIDAR durch GM und es gab auch eine Roadshow. First Sensor hat die letzten Tage sich präsentiert vor Investoren in London zuerst, dann in Frankfurt und dürfte mit den Großinvestoren und Analysten auch darüber gesprochen haben, wie im Aktionär schon vor einigen Wochen über die Chancen im Bereich LIDAR. Insofern ist das alles schon erklärbar. Klar, kurzfristig überhitzt, man sieht es nach solchen Anstiegen, kann es dann mal ein bisschen konsolidieren, das ist jetzt hier auch zu erwarten. Aber auf lange Sicht, denke ich, wird uns das Thema Roboterauto, LIDAR noch eine ganze Menge begleiten und First Sensor hier eine ganz große Rolle spielen. Insofern bleibt die Aktie im Depot 2030 ganz klar enthalten. Letzten Wert haben wir noch für heute und zwar Magna. Da gab es in dieser Woche einen Auftrag aus China, richtig? In China, wie man Baumer hat es nicht verraten, für einen großen Autohersteller ist man Partner bei der Antriebseinheit im Bereich Elektroauto und da ist ja Magna sehr stark. Magna ist der einzige Autozulieferer, der komplett Elektroautos bauen kann. Also man kann es outsourcen als Autohersteller. BMW macht das bei Hybrid schon. Jaguar mit dem iPace, den baut Magna. Und dann haben ja wir vom Aktionär gehört von Gerüchten direkt aus Österreich von einem Kontakt, dass Magna vielleicht auch in Slowenien für Tesla auch Autos bauen könnte, für den europäischen Markt, das Model 3. Man sieht ja, Tesla hat gerade in Amerika ein bisschen Probleme, das hinzubekommen. Magna hat letztendlich hier sogar mehr Erfahrung als Tesla. Ist ein Gerücht, man weiß nicht, was dabei rumkommt, aber es ist weiterhin im Markt, wurde mittlerweile auch zitiert von einigen kleineren US-Medien. Magna selbst äußert sich nicht uns gegenüber. Fakt ist, Magna hat das Know-how, sogar schon auf Level 4 auch Roboter-Autotechnik anzubieten. Also auch wenn Tesla hier nicht der große Kunde ist, wie wir vermuten, dann wird es sicherlich Aufträge hagen in den nächsten Jahren von Mercedes, BMW etc. KGV ist 8. Klar, viele denken, es ist ein klassischer Autozulieferer, der auch Teile liefert für klassische Motoren, haben Angst, schafft man einen Umschwung zum Elektroauto oder erobern Baidu und Tesla im Alleingang den Markt. Glaube ich nicht. Ich glaube, Punkt A, die klassischen Kunden, Hersteller, Autohersteller von Magna, die dürften ein ganz großes Wort hier mitreden künftig. Das sind eben BMW und Co. Und da wird man liefern und vielleicht sogar eigene Modelle bauen. Insofern sieht es hier charttechnisch sehr gut aus. Übrigens noch ganz kurz, Magna hat sogar vorgestellt einen Elektro-LKW. Auch das sind Zukunftsthemen, für die beispielsweise Tesla ja gefeiert wird. Also sollte man sich unbedingt mal ins Depot mischen aufgrund der Bewertung, charttechnisch hier schön drüber, günstig bewertet und solange man hier drüber ist, kann man sie sich wirklich mit ruhigem Gewissen ins Depot kaufen. Ist ein neuer Wert im Depot 2030 und da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir dank solcher Aktien auch künftig starke Performance einfahren. Gut, das war's für heute. Ich danke dir für deine Einschätzungen. Danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.